Hallo, hier ist Daniel für Geeks Live Luxemburg und ich führe gerade ein Interview mit der Gruppe La Pura! Wer bist du? Was machst du in der Gruppe und wie lange machst du das schon? Ich bin die Sabrina. Ich habe diese Gruppe gegründet 2013. Und das fing an so als Idee. Ich dachte mir, weil ich bin ein Theatermensch, ich will auf der Bühne stehen und ich schreibe auch sehr gerne selbst. Und habe dann so angefangen, mir Leute zusammenzusuchen, habe welche gefunden. Und ich schreibe die Stücke, ich führe Regie und spiele mit. Und bin verantwortlich für alles irgendwie drumherum. So. Okay, seit wann gibt es euch? 2013. Genau am 14. Oktober 2013. Also noch relativ jung. Genau. Erfolgreich, ja oder nein, außerhalb von Cons? Noch nicht, wir arbeiten dran. Kann man euch nur auf Cons betrachten oder auch generell kann man euch auch buchen für andere Shows außerhalb von Cons? Bisher nur auf Conventions, aber wie gesagt, wir arbeiten gerade an einem Stück, das über Conventions hinausgeht und man uns auch auf, ich sag mal, Theaterbühnen einfach sehen kann dann. Okay. Ja, hi, ich bin Marius. Ich bin Schauspieler und kreativer Mitdenker von der Gruppe. Meine Rolle in dem Stück war jetzt Joseph Oda. Das ist der Detective aus dem Spiel The Evil Within. Auch noch ein recht neuer Titel, kennt sowieso fast keiner noch. Nee. Ja, ich bin seit letztes Jahr erst dabei. Ich war noch nicht von Anfang an dabei. Es gab ein paar Fehlbesetzungen für eine Rolle und dann war ich sozusagen die richtige Besetzung. Okay, du spielst dann den klassischen Gentleman, nehme ich mal an. Das ist ja jetzt nur meine Rolle von Joseph Oda. Das ist sein Kostüm, also seine Arbeitskleidung als Detective. Okay, dann macht ihr hauptsächlich welche Theaterstücke, von Videospielen oder von Animes, von Mangas? Was macht ihr da hauptsächlich? Also momentan haben wir uns viel mit Anime- und Game-Crossover-Titeln beschäftigt. Also wir nehmen die Charaktere, also einzelne Charaktere nehmen wir und mixen daraus eine neue, völlig neue Geschichte. Aber in Zukunft, wenn wir konventionelle Theaterbühnen bespielen, dann erweitern wir unseren Horizont und vielleicht schreiben wir auch etwas komplett selbst. Dasselbe, was für Diege gegolten hat, steht auch für dich jetzt im Raum. Ich bin Daniel, ich bin Schauspieler und, wie du so schön gesagt hast, kreativer Mitdenker. Ich bin jetzt auch erst seit letztem Jahr dabei, bin als Zweitbesetzung für eine Rolle reingekommen und jetzt in diesem Stück schon komplett als Schauspieler mit drin. Wie kommt man dazu, so etwas zu machen? Das ist ja nicht immer alltäglich, das ist ja wirklich ein anderes Genre oder neues Genre, wo fast keiner guckt, lass mal so sagen. Naja, bei mir war es so, dass ich einfach das erste Stück von Ihnen gesehen habe, hier auf der J-Con, genau vor einem Jahr, und mit den Leuten schon etwas in Kontakt war, mich sowieso schon dann auch angeboten hatte als Schauspieler. Und als dann der Urschauspieler für die andere Rolle ausgefallen war, wurde ich eben gefragt. Okay. Gefallen tut es dir, sonst würden wir uns nicht mitmachen, aber wie lange kann man sich eben vorstellen, so etwas mitzumachen? Kann man nicht irgendwie mal dann, ich bin aber jetzt ein bisschen zu alt, wieder zu machen, oder denkt man so, nein, es ist eine Challenge, das kann man immer und immer weitermachen? Für mich ist das Theater. Bei Theater ist es immer etwas Neues, immer eine andere Rolle und auf jede Rolle richtet man sich eben ein, je nachdem wie diese gerade ist, ob die jetzt albern ist oder nicht. Okay. Hi, ich bin Jenatja, bin quasi Darstellerin, PR-Frau und Designerin der Gruppe. Du designst dann alle Kleider, wo wir hier sehen? Nein, die Kleider, die sind ja schon designt. Wir machen ja Crossover. Das heißt, Kostüme gibt es. Jeder näht sein Kostüm selber bei uns. Was ich mache, sind zum Beispiel Plakate oder so kleine Sachen. Und mein Hauptjob ist wirklich mehr das PR, das Verbreiten der Nachrichten und das Finden der Schauspieler. Also ich glaube, viele, viele Schauspieler sind zu uns gekommen, auch dann, ja, dadurch, dass wir im Nachhinein dann nochmal gesucht haben. Ist das relativ schwierig, Leute zu finden, die sich für das Genre interessieren, oder kommen sie wirklich angerannt, dass man nicht nachkommt und sagen, nein, nein, nein? Es ist schwierig, männliche Darsteller zu finden. Frauen haben wir im Übermaß, also könnten wir auch jetzt noch 10 Leute dazu nehmen, aber Männer, das geht gar nicht. Also dann willst du sagen, meldet euch. Genau. Wir suchen immer noch männliche Darsteller, vor allem für das nächste Stück. Das wäre toll. Okay, was wird es sein? Kannst du das verraten? Nein, das darf ich leider noch nicht sagen, da es noch in der Entwicklung ist. Wir haben 2 neue Stücke.
Mhm. Eins konventionell und eins wieder Richtung Anime oder Crossover. Dann müsst ihr nachher die Fanseite, YouTube oder Facebook von denen gucken, für irgendwas zu erfahren. Ja. Mystery! Facebook, La Pura Online. Facebook, La Pura Online. Verstanden? Also, du bist wer und was machst du? Ich bin die neue YouTube-Sensation, ein Subscriber auf YouTube. Nee, also ich bin DJ, ich bin auch Darstellerin und ich nähe halt. Aber nur für mich, weil ich eingebildet bin. Wieso angebildet? Klär uns bitte mal auf. Weil ich nicht gern für andere Leute nähe, weil ich das immer falsch mache und es nicht passt. Und sieht mal an Professor Läden, weil der hat nicht so hingehauen, wie ich es wollte. Du bist toll, Basta. Du bist ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ja, ich bin halt Cosplayer und Cosplayer, ja. Die sind halt Perfektionisten, ne? Nicht jeder, aber fast jeder. Ja, die meisten. Gerade auf die Kostüme bezogen sind die meisten Cosplayer sehr perfektionistisch. Okay. Für das Kostüm, wo du jetzt da. Ja, das ist. Wie lange warst du zu Werke? Also, das ist England aus Italia. Wie lange habe ich dran gesessen? Also, das ist stellenweise aus Reststoffen genäht, Großteil. Und es war zwei Wochen, 5 Stunden, 10 Stunden, ja, 10 Stunden insgesamt, weil das Applizieren hat ewig gedauert. Das geht, das ist aber noch fix gewesen für das schöne Kleid. Hallo, ich heiße Laura alias Misaki und ich stelle Sengo dar aus Pokémon. Das ist halt ein Pokémon, ja. Und ich bin seit letztem Jahr bei der Showgruppe dabei und habe mich heute um den Vorhang gekümmert. Ja, Laura fehlt. Die ganzen Animationen gemacht hat. Weil sie ist wirklich dafür verantwortlich, für diese wunderschönen Animationen in dem aktuellen Stück. Sie hat alles animiert, die ganzen Loadscreens, die ganzen Videos, alles. Und ihr haben wir das zu verdanken, dass wir so schöne Videos im Stück haben. Und das Bühnenbild ist auch von ihr. Und das Bühnenbild ist auch von ihr, genau. Alles selbst gemacht. Das war sogar ihre Diplomarbeit, muss genau, man dazu sagen. An der Kunsthochschule ihre Diplomarbeit. Also, wenn man euch jetzt buchen will, könnt noch Werbung für euch machen jetzt. Internetseite, wie, wo, was. Ich schloss euch das Mikro. Also, wenn man Näheres über uns erfahren will, wenn man uns buchen möchte oder einfach nur Hallo sagen möchte, dann kann man auf unsere Facebook-Seite oder auf unsere Webseite gehen und kann uns eine E-Mail schicken. Da stehen alle Infos drin, die ihr über uns wissen müsst und wir würden uns sehr freuen über ein paar Aufrufe oder über E-Mails tatsächlich. Und freuen uns einfach, dass wir das machen dürfen, was wir lieben. Ich danke euch und wie heißt ihr? La Pura!